So. Fotoschen haben wir gemacht. Dann heizen wir mal weiter. Was mich noch interessieren wird, kann ich hier Autos klauen? Bestimmt, oder? Ja, da mach dich doch vom Acker, Mann. So. Hier lang. Yeah. Ah, rede mit der Wache, okay. Kann ich hier irgendwo parken? So, hallo Wache. Wie kommst du dazu, einfach vorzufahren? Das Personal geht zum Hintereingang rein. Ich bin hier, um Mr. Marcano zu sehen. Ach, wirklich? Dass ich das noch erlebe. Benimm dich anständig, solange du da drin bist, Kleiner. Oder du kriegst mächtig Ärger, kapiert? Ja, ist ja gut. Was war denn eben mit dem Licht los? Erstmal schön mit quietschenden Reifen da reingeknallt. So. Lincoln Clay! Scheiße, Mann! Sieh einer an! Ich wette, die Schlitzaugen haben sich eingeschissen, als du ankamst. Hey, Georgie, lang ist's her. Wie geht's? Allerdings ist das lang her. Ich erinnere mich noch an unsere letzte Nacht im French Fort, bevor du aufs Schiff bist. Mann, war das eine Schlägerei. Ich weiß nur noch, wie wir vor den Cops abgehauen sind und dass Danny in der Ausnüchterungszelle gelandet Geil, ist. Geil, Mann. Ich hab ihn rausgekauft. Aber das war's wert, um diese Baguette-Ärsche zu vermöbeln. Fluppe? Gerne. Oh, Mann. Sammy sagte, dass Mr. Marcano mich sehen möchte. Mr. Marcano? Scheiße. Klingt ja, als wäre er ein verdammter Anwalt. Sag einfach, Sir. Er ist hinten. Oh, schicke Bude, würde ich behaupten, ne? Schicker, schicker Laden. Ich hätte mir was anderes anziehen sollen. Wenn einer von diesen Spießern ein Problem mit deinen Klamotten hat, dann soll er es dem Alten ruhig sagen. Das geht ihm am Arsch vorbei. Ha, der Vorteil, wenn man vor Geld stinkt. Olivia, tut mir leid, Darling, aber ich habe noch einen Termin. Remy, war mir eine Freude, wie immer, Sir. Noch zwei Gläser. Lincoln. Schön, dich zu sehen. Das ist Vito Scaletta. Der, von dem ich dir erzählt habe. Na los, Lincoln, setz dich. Du warst in Vietnam, ja? Ja, Sir. Sir sagt, du hast dir da ein bisschen Lametta verdient. Ich hatte sehr gute Männer. Ohne sie wäre ich nicht so weit gekommen. Army? Marines? Zuerst Army, dann Versetzung zur 5. SFG. Special Forces? Ich sag doch, der ist was Besonderes. Ich meine, es wird nicht schief gehen, aber falls doch, verdammt, dann will man so einen Mann an seiner Seite. Wenn du für ihn bürgst, Sal, reicht mir das. Gut, ich habe noch einiges zu erledigen. Danke für den Drink. Gott, was für ein Arschloch. Falscher 50er. Die Kommission hat ihn vor 15 Jahren aus Empire Bay hier runtergeschickt. Seitdem hängt er verdammt nochmal hier rum, dieser blöde Wichser. Du fragst dich sicher, was du eigentlich hier sollst. Sammy konnte mir nicht wirklich etwas sagen. Zweimal im Jahr zieht der Staat altes Geld aus dem Verkehr und vernichtet es. Und im Verlauf der nächsten Tage wird dieses Geld abgeliefert. Und zwar genau hier, bei der Reserve Bank. Und Sie wollen einen der Transporte überfallen? Nicht doch. Wir werden bei dieser Gelegenheit in Ihren Tresorraum einsteigen. Und alles ausräumen, was nicht nied- und nagelfest ist. Sollten 6, 7 Millionen drin sein, leicht. Das ist aber ganz schön mutig. Nein, das ist die Chance unseres Lebens. Das ist es. Vito spendet eine Menge Kohle für den Job und besorgt die Kombination für den Safe. Warst du schon bei Danny? Nein, noch nicht. Dann mach mal. Wir brauchen ihn und seinen Alten bei der Sache. Und sie werden dich brauchen, also triff dich mit ihnen. Sind immer noch am alten Platz. Noch was, das wir besprechen sollten.
Sicher weißt du von den Problemen, die Sammy in letzter Zeit hatte. Ich habe mich um die Haitianer gekümmert. Wenn sich die Sache beruhigt, kommt auch wieder Geld rein. Siehst du, so liebe ich das. Das habe ich gemeint. Du bist nicht rumgehockt mit dem Daumen im Arsch. Du hast dein Problem erkannt, bist draußen, hast es gelöst. Und sowas ist mir verdammt nochmal wichtiger als alles Geld. Wir zahlen unsere Schulden, so wie immer, keine Frage. Also, das weiß ich. Ich habe nichts anderes erwartet. Aber weißt du, Junge, auch wenn wir quitt sind, sitzt du immer noch fest am Arsch dieser Stadt. Du hast keine große Zukunft. Aber da gibt es vielleicht einen Weg raus, verstehst du? In unser aller Sinne. Was meinen Sie damit? Hör zu, nicht, dass du das jetzt in den falschen Hals kriegst oder irgendwas. Sammy ist ein Spitzenmann. Aber er wird nicht jünger. Und ich denke, es ist Zeit, was zu verändern. Also, ich glaube nicht, dass Alice so weit ist. Ich rede nicht von Alice. Ich spreche von dir. Ich will dich als Chef im Hollow. Das kann ich nicht tun. Also sieh mal, wenn du wegen Sammy besorgt bist, nein, vergiss es gleich. Wir waren schon immer auf einer Linie und dieser neue Job, du weißt schon, da bleibt mehr als genug für die Rente hängen. Er hat mich aufgenommen, als ich nirgendwo anders hin konnte. Er hat mich wie einen Sohn behandelt. Sorry, Mr. Marcano, das kann ich ihm nicht antun. Scheiße, mein Sohn. Ich müsste lügen, wenn mich das nicht ein bisschen verstimmen würde. Aber ich sehe schon, du bist loyal. Findet man selten in diesen Tagen. Wollen Sie immer noch meine Hilfe bei dieser anderen Sache? Ha, natürlich, was denn sonst? Und wenn alles vorbei ist, werden wir mehr als quitt sein, Junge. Darauf mein Wort. Was wollen Sie wirklich hören? Dass wir jeden entführt und gefoltert haben, den wir in Verdacht hatten, für die Vietcong zu arbeiten? Ich möchte herausfinden, welche Ausbildung Lincoln Clay in seiner Zeit in Vietnam erhalten hat. So jemand braucht keine Ausbildung. Man setzt ihn auf ein Ziel an und macht, dass man aus dem Weg kommt. Ah, immer wieder cool, wenn man so die Hintergrundgeschichte dann so ein bisschen erzählt bekommt. Bisher muss ich sagen, gefällt mir das Spiel sehr, sehr gut. Ah, jetzt sind wir wieder hier am Anfang. Okay. Ich kann nichts sehen. Die aber auch nicht. Bleib ruhig. Wir schaffen das. Motherfucker. Informationsansicht. Verfolge Gegner, die du entdeckt hast, mit der Informationsansicht. Zeigt auch Ziele, Waffenschränke und Medizinschränke in der Nähe an. Ah ja, okay. Er ist da drüben. Also quasi so. Ah ja. Okay. Okay, die haben wir. Danny und Alice sind gerade mit dem Bohrer durchgekommen. Cool. Verdammt, Alice, wo bleibt ihr denn? Der scheiß Bohrer ist dauernd heiß gelaufen. Bei dir und Lincoln alles okay? Ja, alles bestens. Wo ist Danny? Er schiebt alles weg, damit wir Platz haben, das Geld zu fangen. Hallo. Okay, wenn wir hier oben fertig sind, werfen wir das Geld runter. Mach schnell. Oh, nein. Wir haben das Licht ausgemacht. Kümmert ihr euch um die Kohle. Ich mach das hier klar. Oh, das ist schon recht mies, ne? Komm her. Da ist er doch. Ah ja. Lincoln, stinkreich! Ja, da gibt doch Gas dahin. Versuchen, uns rauszutreiben. Konzentrier dich darauf, was du tust. Deckung wechseln. Auf Deckung in der Nähe erst L drücken, drücken Sie dann A. Was hat der Kerl vor? Haben wir ihn! Gleich da drüben! Oh shit, sind jetzt das nicht die Wachleute? Oh! Hab ihn! Oh mein Mann, Abort!
Alter. Oh shit. Okay. Ich so gerade gar nichts treffe, ne? Begib dich zum Retressorraum. Ah, sind wir durch? Fuck, die Wachleute ballern uns über den Haufen, sobald wir losrennen. Sag Danny, er muss uns hier rausholen. Diese Arschficker haben uns eingekesselt. Du musst dir was einfallen lassen. Ich hab TNT. Ich bring es auf unserer Seite an und lass es krachen. Und was genau soll das bringen? Wenn wir Glück haben, wird das Loch groß genug, dass ihr durchpasst. Wieso Glück? Hast du überhaupt eine Ahnung, was du da tust? Das ist Dynamit. Wie kompliziert soll das schon sein? Okay, brennt. Weg von dem Loch. Sehr geil. Achtung. Alter. Der nimmt den ganzen Tresorraum mit. Was stimmt denn nicht mit dem? Ja, klasse. Oh Gott! Du das weg, Alice! Ich versuch's ja! Dannys Bein ist eingeklemmt! Helft mir mal! Klasse. Niemand weiß genau, warum Selma Kano es auf Thomas Burke abgesehen hatte. Aber er nahm ihm Point Verdun weg und gab es einem Vollstrecker namens Roman, der Schlachter Barbieri, der prompt eines von Burkes Beinen zerfetzte. Danny Burke machte bei dem Überfall mit. Ich meine, er war Schrauber, er hatte noch nie sowas zuvor gemacht. Aber Thomas Burke bestand darauf. Er hoffte bei einem Erfolg der Aktion, würde Sal ihm vergeben und er bekäme Point Verdun zurück. Hey, angeblich gibt's nichts Geileres als eine vietnamesische Pussy. Siehst du das auch so? Vielleicht. Casanova Clay. Shit, Mann, ist verdammt gut, dich zu sehen. Ja, dich auch. Hey, wie geht's Nikki? Sie wollte auch kommen, aber naja, du kennst das. Oh Gott, verdammt, Mann, so ein Scheißteil! Ja, allerdings. Komm, wir trinken Bier. Warten wir, bis der Alte sich beruhigt hat. Dann kann's losgehen. Okay. Hey, was geht? Ich habe schon alles vorbereitet und organisiert. Die Mädels werden da sein und so weiter. Aber wir nehmen lieber mein Auto. Mit deiner Scheißkarre können wir da nicht einlaufen, hey, oder? Was ist, du nennst meinen Superschlitten eine Scheißkarre? Pass auf, ich Junge. Ich sag nur, es gibt bessere Möglichkeiten. Das kannst du vergessen. Seine Karre ist der Hammer. Ich habe einen neuen Big Block drin versenkt, bevor er nach Vietnam ist. Das ist nicht das Einzige, was du versenkt hast. Vielleicht solltest du ihm erzählen, wie du dir die Kiste von Alice gepumpt hast, um mit den Girls auszureiten. Hey, Mann, halt mich doch bloß raus, oder? Ach, kein Grund zur Besorgnis. Er war immer gut eingepackt. Bitte, ich hab schon einen verfluchten Bastard in meinem Leben. Ich brauch nicht noch einen. Weißt du, was du machen wirst? Sauber. Und zwar jeden scheiß Zentimeter. Nicht nur die Rückbank. Ich fahr doch nicht mit deiner Wichse durch die Gegend. Und du aushilfst, Clown. Du hilfst ihm dabei, klar? Vergiss es, ich hab doch keine abgekriegt. Das wundert hier keinen. Ach du lieber Himmel, ehe ihr Jammerlappen irgendwas gebacken kriegt, gewinne ich einen verdammten Zehnkampf. Schon gut, Dad, alles klar. Danny, alles, ihr bohrt mit dem Bohrer ein Loch in den Boden des Tresorraums. Du und Georgie, ihr wartet drin. Ihr werft das Geld runter und dann raus, so schnell es geht. Der dämliche Bohrer ist kein Leichtgewicht, also brauchen wir ein Boot, um ihn durch die Kanäle in Position zu bringen. Alice und ich besorgen das Boot. Georgies Alte hat einen Wächter der Bank geschmiert. Er überlässt euch einen Truck. Mit der Karre und den Uniformen kommen wir garantiert unbemerkt da rein. Kommt, wir sollten langsam. Ich muss noch bei Scarletta vorbei, paar Sachen vorbereiten. Und ihr zwei Arschgeigen glaubt nicht, dass ihr um die Sache mit dem Auto drumherum kommt. Das Ding ist sauber, wenn ich wiederkomme, sonst gibt's was ich an die Backen. Ich putz den Scheiß nicht. Oh ja, das wirst du. Mein Vater hat viel angepackt. Das meiste ist missglückt. Aber als junger Kerl hat er mal Schnaps geschmuggelt. Und so kannte er die Kanäle unter unserer Stadt. Und wusste, dass einer davon direkt unter dieser Bank verläuft.
Es war seine Idee, diesen Bohrer mit einem Boot dorthin zu bringen. Er war ein echtes Dreckschwein, mein Vater. Er trägt die Verantwortung für alles, was passiert ist. Wenn du deinen Kopf riskieren willst, fein. Aber halt den eigenen Sohn da raus. Es ist seine Schuld, dass Danny tot ist.